So, willkommen zu einem kleinen Mini-Unboxing. Nachdem wir jetzt halt Wochen, Monate, Jahre nur mit Masters verbracht haben. Nein, es war einfach das Jahr der Masters. Die hatten Geburtstag und da gab es halt einfach so viel und ja, ich kam zu nichts anderem. Entschuldige mich dafür. Jetzt gibt es mal eine andere Sache. Es geht um Mantis und wir haben hier einmal eine Vorstellung von zwei Figuren und auch noch eine zum Unboxen. Mantis ist einer meiner Lieblingsfeinde, also allgemein generell, was Super Schurken angeht, finde ich, ist Mantis definitiv eine Form von dem Urbösen des Untersees. Ich habe Mantis das erste Mal gesehen, tatsächlich in diesem uralten Aquaman-Zeichentrick aus den 50er oder 60ern. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, welches Jahr das genau war. Und da war der so prägend. Also ich habe die Serie, glaube ich, nur nicht vergessen wegen ihm, weil das einfach so eine geile Figur ist. Egal in welcher Form, in welchem Comic. Ich habe noch keinen Mantis gesehen, der mir nicht gefallen hat. Und letzten Endes habe ich den da hier für mich mal gekauft. Der steht in meinem Regal. Das ist der neue vom aktuellen oder vom letzten Aquaman-Film. Da soll ja auch noch mal ein neuer kommen demnächst. Und der war ja sehr cool gemacht. Dann haben wir hier noch so eine Black Edition Spezialfigur. Da kann man auch den Helm abnehmen. Da sieht man halt, wie er als Mensch aussieht. Finde ich ein bisschen schade, weil interessiert mich tatsächlich nicht. Für mich ist das immer eine sehr mysteriöse Figur gewesen und ich wollte nie das Geheimnis unter dem Helm erfahren. Das ist so wie mit dieser Figur bei Dr. Gadget, der, wo man immer nur die Hand sieht. Ich weiß nicht, ob man den je gesehen hat. Wie hieß denn der? Dr. Kralle, genau. Und jetzt haben wir noch einen gekauft. Der ist auch für meinen Sohn. Also mein Sohn kriegt diese Figur. Der bleibt bei mir, der bleibt bei meinem Sohn. Und da ist eine neue Figur für meinen Sohn. Und das haben wir durch Zufall entdeckt, als wir nach einer neuen Schultasche fürs nächste Jahr geguckt haben. Und dann haben wir einfach zugeschlagen, weil der einfach gleich auf den ersten Blick sehr cool aussah. Er war ein bisschen teuer, 21 Euro haben wir gezahlt. Aber es geht so. Wir werden mal das Geschick hier ein bisschen aufschneiden. Da sind doch, das kann man doch Das öffnen. kann man. Oh, Protest. Der hat immer noch einen Gips. Leider, leider. Broken Hand. Zu viel gespielt. Mit Masters of the Universe. Nein, also Masters of the Universe werde ich jetzt auch mal die Bremse drücken. Das war wirklich sehr, sehr viel Stoff. Aber musste auch mal sein. Ist ja natürlich, wenn es um Retro-Spielzeug geht, einfach der Klassiker schlechthin. Ich bin jetzt auch dabei, dann zu drehen für andere Videos, zum Zeitreisevideo. Wir haben viel vor. Da geht's bis von den Dino Riders zu Dragon Ball, zu Mask. Also es wird viel kommen. Oh ja, jetzt haben wir diese Platzbällchen, die ja schon offen. So, total verklebt. Amazon, das ist nicht gut. Also wir haben es bei Amazon gekauft tatsächlich. So, hol mal den Lümmel raus hier. Zieh mal kräftig dagegen. Noch mehr Teser. Ja, wer macht denn sowas? Was ist denn das für ein Scheiß? Also den Kerl im Lager, der gehört gefeuert. Das ist eine Sammlerfigur, die bleibt OVP und kommt an die Wand. Da kann man sowas nicht machen. Also jetzt erstmal Rückseite. Wir haben schon von vorne ein bisschen was gesehen. Es gibt verschiedene Figuren davon. Ganz kurz zur Frage Marvel oder DC, falls das jemand interessiert. Ich mag beides. Und da vor allem die klassischen alten Sachen, das neue Zeug kann ich alles nicht sehen. Es ist für mich, ich meine, gut, die Filme habe ich gesehen, aber die sind, also die X-Men-Filme sind gut, die Avengers-Filme einlebig, einlebig, es ist gut, aber es ist einlebig, ich könnte es mir nicht nochmal ansehen. Und die neuen DC-Filme, teils sehr, sehr gut, teils, Ich fand den Justice League gar nicht so schlecht. Oh, Schande über mich, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Das gibt Dislikes. Der, natürlich die neuere Version sogar besser, auf jeden Fall. Die Zack Snyder Version. Und jetzt gibt es halt hier diese Figuren. Wann kamen denn die raus? Vielleicht sind die auch schon ein bisschen älter. So. Aber schau mal. Total zerdeppert da oben. Das schick mal zurück. Das ist ja wohl. DC Primal Age Black Mantra. Manta. Mantra, Manta. Manta, Manta. So. Interessant finde ich sofort bei der Figur. Die sieht aus, vom optischen her und von der Größe her, wie eine klassische Masters-Figur. Um das mal ganz kurz nebendran zu halten.
Ich muss kurz eine Masters Figur besorgen, es tut mir leid. Zack. So. Ich glaube, wir sind da sehr per Du, dass man die ideal verknüpfen könnte zum Spielen. Also die sind wirklich sehr identisch. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann ausgepackt aussieht. Dementsprechend kann man da auch mischen, also Crossovers machen. So zum Vergleich von außen her finde ich den auch mega cool, weil dieser Helm, dieser Helm hat auch noch mal so diesen Taucher-Look und dieser alter Glockentaucher-Look ist sowieso was ganz, 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 ganz Feines. Das ist so richtig nicer Dicer, weil ich mag diese Taucherglockenlooks. Ich mag auch diese alten Taucheranzüge aus Metall, wo man auch in alten Filmen so sieht. Das Ding oder sowas, wie das mal hieß. Und ich liebe solche Taucheranzüge. Und das da hat halt einfach nochmal so eine Retro-Schiene, während der hier halt modern aussieht und der da halt so mittelmodern, hat der da irgendwie so einen ganz klassischen Stil, so als wenn der direkt aus einem Jules Verne-Film wäre. Sehr toll gemacht. Also, DC Prime Age. Ganz kurz nochmal zu der Rückseite, habe ich jetzt ganz vergessen. Es gibt Lex Luthor, warum auch immer. Wer mag denn überhaupt Lex Luthor? Also mal ganz ernsthaft, ich finde dieses Aufmachen von Lex Luthor, dass der überall dabei sein muss. Oh Gott, Lex Luthor ist ja wohl der letzte Nervgegner, den es gibt. Also ganz anders wie Black Manta. Dann gibt es halt natürlich Superman, The Flash, Bizarro und Black Manta. Batman gibt's nicht, Batman ist tot. So, keine Ahnung, wo Batman ist. Warum gibt es den scheiß Lex Luthor? Entschuldigung, also das muss ich wirklich mal ausdrücken. Warum gibt es den und keinen Batman? Ich weiß nicht, ob es noch einen Batman gibt. Bizarro ist cool auf jeden Fall. Also auch so eine coole DC-Figur im Endeffekt. Aber warum kein Batman? Warum dafür den blöden Lex Luthor? Da kriege ich echt die Krätze. Gibt aber einen Batman. Gibt's einen Batman? Na Gott sei Dank. Also der da. Figur. So, naja, weiter. Ich hasse Lex Luthor. Also, es ist wirklich einer meiner absoluten Hasscharaktere. Egal wie der aussieht, egal wie der war. Der war immer nervig und immer fehl am Platz. Superman muss gegen richtig böse Alien kämpfen, dann passt mir das. Also, Doomsday und, wen gab's noch alles? Juggernaut. Juggernaut, genau, Juggernaut. Natürlich, der beste Feind von Superman. Nee, gibt's eine geile Stelle von Marvel vs. DC. Da wo der Juggernaut gegen Superman mehr oder weniger kämpft, der tut da am Daily Planet oder so rumstehen und dann haut ihn der Superman auf seinen Helm und dann ist dann so ein richtig schöner Riss drinnen. Später kämpft dann Superman noch gegen Hulk, aber da verliert der Hulk, was ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es gibt eine Szene, wo der Hulk mit seinem Kopf den kompletten Juggernaut-Helm zerbricht in kleine Staubteilchen. Also eigentlich müsste er stärker sein. Aber es war auch der Banner Bruce Wayne, also der Banner Hulk. Wayne, Bruce Wayne, Bruce Willis, nein, Bruce, David Banner. David Banner? Moment, da gab es aber nochmal den anderen Banner. Banner. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Egal, wir sind hier bei Manta. Mantra. Ja, mein Mantra ist heute ein bisschen durcheinander. Du willst ihn öffnen, nehme ich an. Geht der von unten? Ist das so eine von unten Figur? Nö. Also den musst du einfach aufreißen. Aber ich glaube, ich sag mal so, die Packung ist jetzt wirklich nicht gerade der Hit. Den kann man richtig runterreißen vom Sockel. Den kannst du richtig abreißen. Tot. Alle tot. Nein, jetzt habe ich den Helm kaputt gemacht. Alles am Ende. Das Geheimnis ist gelüftet. Black Manta ist in Wirklichkeit... Dieser ernst blickende Mann. Black Manta ist in Wirklichkeit Black Panther. Nein, okay, das war ein bisschen... Ja, kann bitte nicht falsch verstehen. So, los hier. Was ist hier los? Soll ich unboxen oder kannst du nicht mehr? Geht's nicht mehr? Was ist da los? Ja, reiß einfach auf. Das ist so eine hässliche Packung. Die brauchen wir nicht aufheben. Die kommt in die Mülltüte. Wir wollen die Figur... Er kämpft sich ab. Also es liegt nicht am Gips. Das kann er eigentlich auch so. Los, hol ihn raus. Mach schon. Er will endlich an die Freiheit. Okay, pass auf. Ich werde dir ein bisschen Unterstützung geben. Ja. Jetzt habe ich hier voll reingestochen. Das hätte jetzt fast die Figur getötet. Das wurde jetzt so richtig unprofessionell gemacht, so mega hart. Ich sehe nur Gips. Überall ist nur Gips. Los, hol ihn raus. Black Manta. Warte, vorsichtig, der hängt da bestimmt noch irgendwo. Okay.
Das ist sein schwerster Unterfangen. Er wurde vom Gefrierpustestrahl von Superman in diese missliche Lage gebracht. Von Aquaman. Von Aquaman? Mhm. Ja, stimmt. Ja, aber beide haben ja... Vielleicht war es Aquaman und Superman. Und Plastic Man. Es gibt keinen Plastic Man. Es gibt nur Mr. Fantastic, aber es gibt keinen Mr. Plastic. Oder gibt es einen Mr. Plastic? Mal unten in die Kommentare, ob es einen Mr. Plastic gibt. Das Kommentar kann ich lange warten. So. Ja, los, rauf. Wir müssen das Tribunal des Bösen wieder vollenden. Ach. Ja. Tu ihn doch nicht weg, der muss doch in die Kamera. Also hier ist noch irgendwas drinnen. Ah ja, das ist die Waffen. Der hat auch irgendwie eine Waffe und der da hat auch eine Waffe, aber die Waffe haben wir irgendwie verschmissen. Da sind hier zwei so Messerchen. Die schauen schon mal sehr cool aus. Ja, da, wenn man scharf stellt, dann wird es dunkel. Ich weiß nicht, ob es dadurch auch dunkel geworden ist. Also die Verpackung ist wirklich nicht der Brüller. Die kann man bedankenlos... Was willst du denn? Ja, die haben wir wirklich, also die haben wir wirklich aufgetötet. Die ist die, da... Gleich der nächste Tod. So, die haben wir zerfleischt. Also da haben wir nichts mehr übrig gelassen. Das ist wirklich, das ist noch gut fürs Feuer. Ab in den Feuercontainer. Oder unsere Feuertonne. So, da haben wir ihn. So müssten die neuen Masters sein. Oh ja. Ja, das ist, das kann ich, darf ich jetzt auch mal kurz? Ja, super. Das muss ich leider bestätigen. Der hat wirklich mega coole Gelenke und durch auch seine Haltung, die ja auch die Masters haben, ist der 1:1 perfekt. Der wäre perfekt. Halt mal kurz die Kamera. Der wäre wirklich perfekt. Der hat schöne, bewegliche Arme und schöne, bewegliche Beine. Also das wäre ein perfekter Masters. Aber ein Nachteil, das ist mit einem Steckding festgemacht worden. Mit was für einem Steckding? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Solange man das nicht durchbiegt. Also der sieht auf jeden Fall saucool aus. Die Messer mal rausholen. Der hat es wirklich, aber wie schon gesagt, den kann man ideal benutzen, um ihn zu den Masters zu stellen. Weil der die gleiche Haltung hat. Perfekt. Also schade, dass die neuen Masters so viele Gelenke haben. Das ist wirklich ein großes Manko an den neuen Masters. Und wir merken schon, dass die immer lockerer werden. Also die halten bestimmt keine 20 Jahre standhaft. Das ist schon mal sicher. Und die Knie von den Frauen sehen aus wie Knie von Krüppel. Nein, das sagt man nicht. Das ist unkorrekt. Warte. Von Enten. Von Enten, genau. Von Enten. Die sehen aus wie die Knie von Enten. So, dann haben wir hier die zwei Messerchen. Die gehören ihnen dazu. Hier, das sind schön gemachte Messer. Die sind so richtig... Wow. Alle tot. Jetzt ist jeder Mantis einmal gestorben. Das sind so geflochten, ne? So in sich gewogen. Ne? Halt mal kurz die Kamera. Oder willst du die Messer? Du willst die Messer haben. Ja. Ich darf dir nicht alles wegnehmen. Korrekt, damit. Messer Nummer 1. Der da hier hat ja sein zweites Messer hier so mit dem Arm dran. Ist auch ganz cool. Und noch ein Schwert. Ja, du musst auf Ding halten. Und der andere hat eher so ein Ding gehabt. So wie von den Turtles, das wo man dabei lag. So ein Messer an dem Knauf. Aber das finden wir leider nicht mehr. Mega. Ich stelle mal hin, dass ich ihn richtig schön zeigen kann. Dort. Ja. Also, die Standhaftigkeit, halt mal kurz fest. Die Standhaftigkeit hat er jetzt nicht so, oder? Doch, wenn man ihn richtig hinstellt, dann passt das schon. Ich stelle die anderen zweimal dazu, obwohl den, ich muss den Helm aufziehen, dass man sein Gesicht nicht sieht. Sieht man nicht sein Black Panther Gesicht. Was hast jetzt du gesagt? So, also so eine kleine Mantis-Sammlung ist schon geil. Also Mantis ist wirklich einer der coolsten Evil-Bösewichte, die ich kenne. Also definitiv, stimmt. Das ist so richtig geil, das Ding. Das macht so richtig Spaß, den anzuschauen. Und da kriegt man auch so ein Stückchen Furcht. Der hat einfach wirklich mega Style. Und so diese drei in Bande, also das ist wirklich geil. Aber der coolste ist der auf jeden Fall. Also hätte ich diese Figuren als Kind gehabt, dann wären das definitiv meine aller Lieblingsfiguren gewesen. Und die hättest du auch nicht zerschnitten. Ja, ich habe alle Figuren immer zerschnitten. Sieht wirklich mega aus, oder? Also das ist ein Bild für Götter. Ja. Das ist ein Götterbild. Götterbild. Was macht der Triklops da hinten? Warte. Der fällt auch gleich um. Nee, also wirklich, das möchte ich so fotografieren und direkt in Rahmen einfügen.
Dann noch eine schöne, düstere Schrift drüber. Nee, also Mantis ist halt wirklich einfach unfassbar cool. Er hat hier auch noch zwei so rote Noppen. Hinten hat er einen Sauerstofftank. Anders wie bei denen hier. Der hat auch einen Sauerstofftank, aber der sieht ein bisschen komisch aus. Ja, und der da hier hat so Düsen dran. Aber alle haben, also das ist auch bei jeder Figur gleich, alle haben diese Schläuche, das was ihn auch ein bisschen ausmacht, diese Taucherschläuche. Also es ist wirklich ein hammermäßiges Viech. Ich kenne nicht viel von der Geschichte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kenne halt den Mantis jetzt aus dem aktuellen Film von Aquaman, der wohl noch da ist. Und ich kenne ihn aus diesen Zeichentrickfilmen. Und die Zeichentrickfilme fand ich einfach Hammer. Die haben mir richtig Spaß gemacht. Manche würden sagen, oh nein, das ist voll alt und sowas. Aber ich liebe diese alten Aquaman-Zeichentrickserien. Ich hatte auch nur 4 Folgen oder so gesehen. Die habe ich dann immer wieder laufend im Band immer wieder neu angeschaut. Das war halt damals so üblich. Und da hatte ich 2 Folgen mit Mantis und die waren einfach Hammer. Also die haben gerockt. Und ja, ich kann nur sagen, mega. Also gefällt mir sehr gut. Den kriege ich, oder? Nein. Zum Vatertag nachträglich. Nein. Warum nicht? Du kannst dir einen Superman kaufen. Nein, einen Lex Luthor.